Und damit willkommen zu den Leuten, meine Damen und Herren, dem besten Format des Universums. Es ist einfach nur insane gut, Leute. Es ist einfach Wahnsinn. Ja, 170, 171 Folgen, wer weiß das schon genau. Es ist einfach extrem viel. Ich habe jetzt auch ein bisschen weniger TFT und wieder mehr LOL gezockt. Tut gut. Na, man muss auch mal wieder dieses ekelhafte Solo-Queue-Erlebnis haben. Das ist einfach schön bitter. Naja, und der 9.14er-Patch breitet sich ebenfalls sehr, sehr großzügig aus. Und wir schauen auf einen Champion, der nach wie vor sehr gut funktioniert. Und das ist Silas. Silas, was ist mit dir? Der Junge wird jetzt ja sehr, sehr gerne auch im Jungle gespielt. Hat damit also eine sehr hohe Flexibilität nach Support. Das ist die Rolle, die mehr oder weniger noch fehlt. Sonst kann man den Jungen sehr, sehr gut überall spielen. Bei der LEC müsste jetzt auch im 14er-Patch-Mode sein. Das heißt, auf dem E ist wieder der Schild von Anfang an drauf, aber es ist ein Magic Shield. Es ist einfach nur Kasadin, bloß in 1000-mal besser. Zumal sein E ja auch interrupten kann. Aber es ist zumindest nicht Point and Click. Fakt ist aber, dass Silas eben aus der Jungle-Position heraus deutlich mehr Flexibilität mitbringt. Und ich habe ja quasi schon in den Pro-Trends. Habe ich schon darüber geredet? Nein, die Pro-Trends kommen ja noch. Ei, gespoilert. Silas ist auf jeden Fall Winrate-mäßig sehr, sehr gut dabei. Er ist ein konstanter Champion, meine Damen und Herren. Immer noch sehr pro-orientiert, weshalb die Winrate jetzt nicht übelst krass hoch ist. Okay, das passiert einfach nicht. Da müsste man theoretisch auf Champions wie Talon schauen, die seit 1000 Jahren Winrate-mäßig im Master-Bereich übelst gut sind. Aber wir sind ja hier nicht Master. Ein paar von uns sind. Aber die meisten sind Idiots, like me. Und wenn wir schon bei Idioten sind, kommen wir zum Abstieg der Woche. Den hätte ich quasi letzte Woche auch schon erwähnen können. Das ist Galio. Galio ist einfach... Puh. Seine Pickrate ist auf jeden Fall so hart in den Keller gefallen. Ich meine, der Grund, warum er gereworked worden ist, war, dass er einfach so weit unten war. Ja, aber der war natürlich auch sehr hässlich. Das Rework hat jetzt nun selbst 1000 Reworks hinter sich. Und Galio fällt es nach wie vor sehr, sehr schwer, weil die Combo mit Flash W, bzw. W-Flash, die geht ja nicht mehr. Der ist einfach gegroundet. Auf Twitter gab es dabei sehr, sehr witzige Vergleiche. Press F for Respect. Ach nee, geht ja nicht, du hast W gedrückt. So. es ist sehr witzig. Aber für ihn natürlich sehr, sehr traurig. Das heißt, die Pickrate ist eine einzige Katastrophe und dieser Champion scheint fast verschwunden zu sein. Wir werden ihn aber nochmal bei den PBE-Stuff ein bisschen beobachten können und werden vielleicht eine Richtung rauskriegen, wo Galio sehr stark sein könnte. Ich glaube, einige unterschätzen ihn. Beziehungsweise unterschätzen die Änderung. Kommen wir nun zum Bann der Woche, meine Damen und Herren. Das ist die ekelhafte Buchkatze. Ja, diese Kack-Yumi. Sie nervt unfassbar. Das heißt, ich habe ja gesagt, ich habe wieder deutlich mehr LOL gezockt. Und Yumi, Yumi, Ezreal, Yumi, alles. Es nervt. Diese Laning Phase ist der Tod. Es ist natürlich ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man den Wirt vernichtet. Na, weil die Katze dann basically auch immer tot ist. Heal Ignite, Heal Exhaust, alles Mögliche, was nicht Escape heißt, wird ja bei ihr gerne mitgenommen. Das heißt, das Punishment ist riesig. Die Katze kann man auf jeden Fall bestrafen, die Bandrate ist aber von ihr absolut lächerlich. Gerade im koreanischen Raum ist es richtig schlimm. Yumi hassen alle und ich empfehle euch, den Hass mit mir zu teilen. Okay, Yumi ist furchtbar. Ist furchtbar effizient, aber es nervt. Geh nach Hause. Gott sei Dank kommen wir zum Increase der Woche und das ist Pyke und Akali. Akali hat erstmal sehr, sehr gute Grundwerte an sich bekommen. Immer noch im Keller, ist immer noch eine Katastrophe, aber man hat sich wenigstens verbessert. Pyke hingegen ist... Der ist rich. Denn die Ultimate-Änderung hat ja quasi seine Goldverwertung deutlich großzügiger gestalten lassen, gerade wenn du den, die Markierung ordentlich setzt. Okay, du musst den jetzt lang nicht mehr ulten oder ähnliches, sondern der Gegner muss nur drin sein und dann regnet es Kohle. Er kann einfach pro Kill gefühlt statt 300 einfach 900 Gold rausholen. Es ist unnormal, meine Damen und Herren, zu wie viel Gold einem Pyke aus der Support-Position verhilft. Das heißt, es war schon von Riot ganz gut, dass man gesagt hat, hey, die Solo-Lane soll nach wie vor nicht so gut funktionieren, aber der Support-Pyke, damn. Also wenn ihr einen wirklich guten Supporter spielen wollt, der ein Game alleine carryen kann, nehmt Pyke, lernt ihn, Profit. Ja, es ist wirklich sehr, sehr krass. Gut, kommen wir zu einer Mechanik der Woche. Und das ist etwas, was für einige schon älter erscheint, aber gerade für Menschen, die Illaoi spielen oder gegen Illaoi spielen, bedenken sollten. Das heißt, sie hat ja ihre E-Fähigkeit, womit sie quasi einen Geist, einen Spirit hookt und dann kann sie ihn vermöbeln, Kleptoprocken, all diese schönen Dinge, die wir alle eklig finden. Die HP-Zahl des gehookten Gegners ist dabei auch abhängig von dem effektiven Leben. Das heißt, für diejenigen, die nicht wissen, ein Champion kann ja einen gewissen HP-Pool haben und Armor und Magieresistenz sorgen ja dafür, dass dieser ja künstlich nach oben geht. Na, wenn du 50% Reduction hast, na, heißt das, du hast nicht 2000 Leben, sondern basically 4000. Angenommen, du stellst dich nur gegen Normal Damage. Und diese Schadensverwertung geht bei Aftershock oder zum Beispiel bei der Sejuani Passive mit rein. Das heißt, wenn jemand Aftershock prockt und Sejuani hookt denjenigen, dann hookt sie ein Ziel, was deutlich, deutlich mehr effektives Leben hat. Angenommen, du hast ein Ziel mit 2000 HP und wenn derjenige Aftershock prockt oder Trundle heißt und jemand geultet hat oder die Sejuani heißt und gerade ihre Ult aktiv ist, dann
nimmt der Spirit natürlich sehr, sehr viel maximales bzw. effektives Leben mit. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Stell dir mal vor, der Geist überträgt die HP nicht 1 zu 1, sondern quasi 2 zu 1, je nachdem, wie viel Rüstung du nun mal hast. Das heißt, theoretisch kannst du von einer Sechu 6000 HP wegkloppen, die sie ja offensichtlich nicht hat, aber sie ist so tanky wie 6000 HP. Das heißt, der Aftershock des Sejuani Passive Geist ist übelkräftig und wenn das ganze Team draufhaut, ist Sejuani am Ende tot, weil sie ja quasi 6000 Damage abbekommen könnte. Denn der Geist verschwindet ja erst dann, wenn du ihn komplett vermöbelt hast. Bei einem 6000 HP Pool geht das auf jeden Fall deutlich schwerer als bei 2000. Umgekehrt muss man aber sagen, kann man das gegen Illaoi nutzen. Das heißt, wenn Illaoi dich hooken sollte, ist es sehr praktisch, danach Aftershock zu procken oder danach die Trundle Ultimate zu benutzen. Das bedeutet, ihr Spirit ist dann deutlich, deutlich schwächer. Es funktioniert quasi genau umgekehrt. Ich glaube, ich konnte das gerade jetzt nicht perfekt vermitteln. Fakt ist, als Illaoi Spieler, wenn der Gegner gerade Aftershock anhat, hookt ihn und vermöbelt ihn. Wenn ihr gehookt werden solltet, versucht Aftershock oder die Trundle Ultimate oder generell Steroids danach erst zu aktivieren. Schön kommen wir zum Outplay der Woche und der gute Caps hat ja sehr, sehr viel gestreamt. Das sind einfach eine Milliarden Clips entstanden und das ist einer der absoluten Klassiker. Das heißt, Gragas kann ja in der Midlane immer noch auf AP gespielt werden. Es ist nicht so nice, im Jungle gehört das sich auf jeden Fall besser und diese alten Rabadons First Tage, wo Gragas komplett busted war, die sind ja so ein Stück weit vorbei. Nichtsdestotrotz ist er sehr, sehr gut und die klassische Combo besteht halt darin, dass man ein Fass, also das Kyogre, hinlegt, denn dieser Spell hat sehr, 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 sehr viel Base-Schaden. Dieser kann aber normalerweise nur dann genutzt werden, wenn das Fass relativ lange da lag. Naja, und er hat es hier geschafft, die LeBlanc perfekt mit dem Flash-Bauchrammer zu engagen, die Ultimate und das W vor allen Dingen gleichzeitig nachzusetzen. Das war also Animation-Canceling-mäßig sehr gut gemacht. Na und was passiert? Die LeBlanc wird natürlich bei so viel Schaden instant unsichtbar, weil sie in ihre Passive kommt, fliegt über das Q, ist im Q drinne, kaboom. Das hat Caps hier mechanisch sehr, sehr gut gespielt und wir können quasi zwei Dinge mitnehmen. Erstens, AP Gragas immer noch absolut widerlich und funktioniert technisch gesehen. Und zweitens muss man natürlich hier LeBlanc kritisieren, dass sie die einen oder anderen Spell natürlich vorher verwendet hat. Ich weiß, es ist nicht einfach, sie hat deutlich weniger Push-Power als einen Gragas. Er hat halt nur AOE-Spells, sie muss da mit dem W ein bisschen anders haushalten. Ist ziemlich bitter, sollte man nie unterschätzen. Schön kommen wir nun zum Win der Woche. Und der ist ein bisschen weird, weil es könnte auch ein Fail sein. Das heißt, ein Dude schreibt anscheinend jedes Jahr regelmäßig LCS-Teams an. Betonung, LCS, also DNA-Teams, stellt sich vor, na, sagt der Europäer und hat die Teams immer gefragt, warum soll ich für euch cheeren? Was sind Gründe, damit ich Fan von eurem Team werde? Na, TSM, CLG, Cloud9, alle möglichen NA-Teams. Traurig ist, von 10 Teams haben lediglich 3 zurückgeschrieben. 2 mehr als im letzten Jahr wohlgemerkt. Und die Antworten waren sehr unterschiedlich. Das heißt, CLG hat wirklich für sich beworben und die Frage direkt beantwortet, was ihr Team ausmacht. Auch wenn das Wort Meme echt häufig gefallen ist. Na ja, und Team Liquid ist ebenfalls ziemlich freundlich vorgegangen. Und hier muss ich sagen, hat das Social Media Management dieser Teams wirklich einen guten Job gemacht. Abgehoben zu sein ist wirklich nie gut. Und diese Teams haben ja quasi Social Media Menschen, die eingestellt sind, um genau auf solche Dinge quasi einzugehen. Es ist meistens so eine kleine Sache und diesem jungen Mann hat das sehr, sehr viel bedeutet. Und Reddit hat das ebenfalls sehr, sehr viel bedeutet. Das Ding hat einfach massive Upvotes bekommen. Und zeigt natürlich, ob ein Team wirklich zu seinen Fans steht oder neue Fans gewinnen möchte. Denn am Ende des Tages muss man halt sagen, all dieser ganze Shit, der ganze E-Sport-Spaß, der natürlich sehr kompetitiv ist und Leistung wird gefordert, hängt ja eigentlich von euch ab. Das heißt, nicht nur der E-Sport muss daran denken, auch als YouTuber, Influencer muss man daran denken, dass ihr unser Arbeitgeber indirekt seid. Wenn es keine Sau guckt, dann braucht man auch mit Sponsoren gar nicht erst zu reden. Und es ist ein bisschen schade, dass quasi nur 3 Teams auf so eine E-Mail reagiert haben, wie sie denn quasi ihn als Fan gewinnen könnten, beziehungsweise was ihr Team so ein bisschen ausmacht. Hut ab für diejenigen, die geantwortet haben und ja, shame auf die anderen Teams, denn jeder Einzelne zählt. E-Sport macht nur gemeinsam Spaß und da gehört jeder dazu. Schön, kommen wir nur zum Itembild der Woche. Tristana Midlane ist das Ganze, meine Damen und Herren. Ich habe vor uns mit Sola ein kleines bisschen gezockt und Tristana Midlane ist, ist weird. Aber die Leute spielen sie gerade mit Press the Attack und vorzugsweise auch gerne mit Blade of the Ruined King First. Das ist ein Item, was natürlich als erstes sehr gut funktioniert. Es ist arschteuer, hat aber einen guten Power Spike mit dem Cutlass. Das heißt, du hast einen extra Spell, der Schaden macht, du hast einen Slow und du hast viel Sustain, was auf der Midlane sehr gut
funktionieren kann. Tristana Midlane bringt aber einen großen All-In-Vorteil mit sich. Das heißt, sie hat einen sehr guten Engage, sie hat sehr viel Damage mit der Bombe und der Ultimate und damit natürlich auch ein gutes Gank-Setup oder Gank-Potenzial für deine Teammates. Sie ist auf der anderen Seite mit dem W ultra sicher vor Ganks, ne, beziehungsweise die Ultimate dient auch als Disengage-Tool und überlebt halt die meisten Hard-Engages von normalen Mages in der Mitte ohne Probleme, zumal sie halt das bessere Duellpotenzial bis zu einem bestimmten Punkt hat. Und mit Press Attack tust du dir nicht nur selbst, sondern auch deinen Teammates und deiner Bombe speziell einen sehr, sehr großen Gefallen, da du den Schaden natürlich in dumme Höhen steigerst. Das heißt, hier haben wir eine Tristana, die nicht sofort auf Crit setzt. Ich glaube, Caps hat das gemacht, na, aber der Rest bleibt hier bei dem Blade of Ruined King und danach geht es relativ normal weiter. Na, fand ich aber eine sehr, sehr coole Idee und vielleicht können wir das Ganze bei der LEC sehen, beziehungsweise vielleicht habt ihr es schon gesehen. Schön, kommen wir nun zum BBE-Stuff. Da habe ich ja ein kleines bisschen schon Foreshadowing betrieben. Der gute Galio wird nochmal angepasst. Und zwar kann jetzt seine Passive auch mit Cooldown Reduction reduziert werden und der Schaden geht nochmal hoch. Das bedeutet für euch, ja, man kann nicht mehr das W aufladen und in 5 Mann reinflashen. Das ist doof, dass das Ganze nicht funktioniert. Aber dieser Galio setzt aufs Prügeln. Das ist ein Brawler geworden und ich denke, seine Passive könnte ein neues, nicht overpoweredes Damage-Tool werden, aber ein sehr anstrengendes. Das heißt, mit Cooldown Reduction hast du trotzdem noch viel Base-Schaden, ist eine hohe Tankiness, na, und er will sich mit Auto-Tags prügeln. Ich würde mich nicht wundern, wenn so ein Top-Lane-Galio, der dir ja Midlane oder dem eigenen Jungler aushilft, relativ schnell entstehen könnte. Natürlich immer noch mit diesem Anti-Mage-Thema, na, der Spell-Shield bzw. der Magic-Shield ist ja noch da, aber viele unterschätzen, wie viel Schaden mittlerweile dieser verstärkte Auto-Tag macht. Speziell dann, wenn wir den nächsten Patch sehen, glaube ich, wird Galio deutlich interessanter werden. Und Gott, dann abschließend kommen wir zum Why der Woche. Beziehungsweise dem Vandiriel der Woche, ne? Denn der hat schon wieder ein kleines bisschen rumgetestet und sich einfach gedacht, hey, ich nehme einfach Nico, verwandle mich in Ivorn und das Game ist basically wieder komplett kaputt. Denn Ivorn ist ja der beste Freund der Jungle Monster, er tötet sie nicht, er löst sie ganz einfach nur auf und sie lassen ihm eine kleine Spende in Form von Geld und XP da. Ne? Und wenn Nico sich in Ivorn verwandelt, passiert Folgendes. Die Crux werden zu deinen Freunden. Das heißt, du kannst theoretisch Nico meinetwegen auf On-Hit bauen. Ne? Du hast jetzt das Blade of Ruined King. Verwandelst dich. Und dann kannst du diese Monster verprügeln. Du kannst sie nach wie vor schlagen, verhauen und sie wehren sich nicht. Bei den Crux ist es so, wenn sie explodieren, dann wehren sich die kleinen Monster, die da rauskommen. Ne? Aber bei den anderen passiert das nicht. Das bedeutet, du kannst den Jungle wirklich zum Heilen nutzen, zum XP generieren, je nachdem, wo du gerade bist, in welchem Jungle. Und kannst diesen Umstand sehr, sehr gut für dich nutzen. Bei On-Hit Nico ist jetzt nicht ungewöhnlich, beziehungsweise Camps zu vernichten, ohne HP zu verlieren, finde ich jetzt not bad. Bezogen auf das Spiel natürlich, super bad. Das ist natürlich eine einzige Katastrophe, das gibt auf jeden Fall hier 2 von 5 Ys. Es ist jetzt nicht super game-breaking und ich denke, im nächsten Patch ist es nicht da. Aber dass Nico theoretisch so viel Interaktionspotenzial hat und das Ganze ja so spät rausgekommen ist, ist schon verwunderlich. Ne? Aber Vandiri hat es wieder geschafft und ja, die von Riot, die tun mir einfach nur leid. Oder sie sollten ihm dankbar sein. Aber er findet ja den ganzen Shit. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.